Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. Jetzt haben wir sie mitgenommen. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Das war Nummer zwei. Jetzt müssten wir eigentlich zu unserem Gemälde wieder können. Ja, Jürgen fragt auch gerade, wo wir das Ganze überall immer einstecken. Also, ja, na, wir haben halt diese schwarze Lochtasche irgendwie, wie schon bei LucasArts, bei Monkey Island, bei allen. Außer bei Resident Evil. Wahrscheinlich schleppen wir einfach so ein 2x2 Meter Sack hinter uns her, ohne dass man das sieht. Oh Gott. Und wir sind doch direkt mal da, ja, schön. Also, das erste Ding haben wir anscheinend ja schon fett. Genau, na, wir haben jetzt die ersten beiden, ne? Wir haben jetzt die Haut und wir haben den Knochen. First, ah, das war das Ding. Genau, okay, dann stimmen wir wieder ein bisschen pinseln. Jetzt, hey. Bye bye, Fleischmingus. Er zittert aber trotzdem so ein bisschen, ne? Also, er ist schon so. Schluckig, wa? So, jetzt haben wir einen. Was soll das sein? Okay, Boos, help me. Okay, was schreibt er hier? Boiled, not something done before. It made for lovely undercoat. Oh Gott. Das hat seine Knochen gefunden. Ist das eine Katze, ja, oder was? Oder wird das sein? Das weiß ich auch noch nicht, was das ist. Ja, für mich ist das so eine Katze, die so den Arsch hebt. Oh, ja, stimmt. Wenn du es aus dem Blickwinkel siehst. Also, ansonsten, ich weiß nicht, was das sonst anders sein soll. Irgendwie 800 Gramm Hackepeter oder was. Ich weiß nicht, irgendwie was. Chat, was seht ihr da? Ah, das ist schon. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier unten so ein Höhleneingang ist, aber ich wüsste jetzt nicht, was da drüber ist. Dass das denn hier unten so ins Dunkle reingehst. Ja. Wolf. Wie nennt sich das, wenn du. Die Bodo von gestern. Mh, lecker, Jojo, schön. Ah, Form entsteht. Oh Gott. Okay, komm, lass uns mal ganz kurz. Müssen wir wieder ein paar Millionen? Naja. Ein Grab für dich, beende es. Oh Gott. Weißt du noch, was das sein könnte, Benny, was wir jetzt finden müssen? Ich hab keine Ahnung. Ein Vogel? Ich weiß gar nicht, ob ein Vogel drin vorkommt. Ich hab keinen Schimmer. Was? Ein Finger? Oh nein! Dann lass uns doch jetzt mal einen Finger suchen. Mm. Yay! Ich freue mich. So ganz das doll. Das wird so super! Oh. So, woo, auf geht's! Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Okay. Tja, hört man öfters von Alkohol. Beziehungsberater. Telefon unleserlich. Dieses Mal gehen wir wirklich. Aha, naja, wisst ihr Bescheid, ne? Sind sie ganz bestimmt gegangen? Das ist nicht. Aber ich mag so eine Fliesen, mag ich ja gar nicht, ne? Nicht mal in der Küche? Ja, also ja, aber nicht in dieses Weiß, also nicht dieses Schachformat. Wieso? Erinnert sich zu sehr an The Mortuary Assistant? Klapp! Auch. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. Schön saufen wie früher. Oh, die Pulle nehmen wir mit. Was ist das hier? Ein Follow. Ah, okay. Schöner Ska-Küchenbogen. Was mal die Zucht. I will get you, you furry leeches. Get out of my house. Blutekel. Mehr die schreibt gerade, die weißen Snickers-Eis gibt's jetzt bei Rewe, Edeka, Globus vor allen Dingen. Al Süd und Netto. Was jetzt bei Baumarkt, ja? Das ist auch geil, Alter. What?
ist... Oh. Ich hab einmal nicht hingeguckt. Was hast du getan? Ich geh durch diese Tür. Was hast du getan? Okay, hier ist auch nicht viel besser. What is the current water? Ja, da... Warte mal, ist das... Was ist das denn? Ich dachte zuerst, hier, das ist so ein... Hackfleischmacher. Fleischwolf? Meine ich, danke, genau. Ein Hackfleischmacher. Ja, du. Also, ich und meine Wortfindungsstörung immer. Ach, guck mal hier, kann ich wieder die Lampe rausholen. Tatsächlich haben Baumärkte an der Kasse Eis und Süßigkeiten. Also Süßigkeiten, ja, kenne ich, aber Eis. Eis? Sehr selten. Sehr selten. Also, bei dem Wetter bestimmt. Primer will hold it all together so it doesn't rot. Mhm. Eine gute Grundlage. Dreimal in Berlin. Was gibt's dreimal? Gibt's bei uns in Berlin nicht, Steve? Was? Globus Beste. Da gibt's das bei uns. Landsberger Allee ist ein Globus. Echt? Hm? Ich sag mir gar nichts. Nimm IKEA! The world is breaking around us. Ja, also, ja, die Bude fällt auseinander. Ach, der Lebensmittelladen-Globus. Na, achso, nee, den kenne ich nicht. Achso. Was passiert ich hier? Ich bin ein Kerl, kenne nur den Globus Baumarkt. Was verbrennst du denn da? Ich weiß nicht, da hat es auf einmal so geflammelt und ich dachte, ich muss da mit der Lampe ran. Da steigt Gas auf und du verbrennst es. Ja, ist tatsächlich so. Wir finden aber nicht immer alle Stücke. Nee. Also, das ist aber komisch, ne? Also, was übersehen wir denn? Vielleicht... Was? Bitte? Wie bitte? Müssen wir uns genauer umschauen. Okay. Okay, Benny. Also, ich kann dir schon mal sagen, das ja. Wird übel. Wie, das fand ich richtig, fand ich in dieser Demo richtig eklig. Was passiert denn? Sie wird dich jagen. Kann ich sie denn hier mit dem da abwehren? Nein. Ja, das ist ja wunderbar. Run, boy, run. Was ist da hinten? Da ist er. Wie, da ist er. Na, da ist er. Oh. Oh, lauf, Benny, lauf weg! Lauf weg, Mann! Ja, ja, lauf weg! Ja, ich bin weg, ist mir egal. Also, ich kann mich ja doch verteidigen. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich in der Demo ja nie gemacht. Ich bin einfach weggerannt wie die Nase. Und? Was? Was? Ey, das war aber nicht im ersten Teil. While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing to describe it myself. I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late. And thus, I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself.
If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Hard times. Das war jetzt aber wirklich, ey, also. Warte mal, bevor ich jetzt hier durchgehe, vielleicht haben wir ja hier irgendwo wieder so ein Puzzleteil. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Warte mal, hier ist keine weitere Tür. Vielleicht ist ja, oder ist hier... Naja, gut, da kann sich halt, sobald die Tür hinter dir zufällt, wieder ändern, ne? Noch ist nichts zugefallen. Schwierig. Cleaning this house is a nightmare. Lol. We don't even use the fireplace that often and ash is everywhere. Alter, diese scheiß Uhr. Damn ash! Damn Ash! Ja, weiß ich jetzt nicht so. Also soll ich jetzt hier weiter... Hier weiter oder da weiter? Triff eine Entscheidung, Benny. Wurf eine innerliche Münze. Ach, scheiß drauf, wir gehen hier weiter, ist mir egal. Wir sind jetzt schon hier, ich hab keinen Bock, da hinten hinzugehen. Na, dafür hätte ich mich jetzt nicht entschieden. Ja, lebt damit. I'm terribly sorry for your inconvenience, but we've seen no fluctuations of power in your area, and see no issues in the neighborhood. And since you didn't allow entry to our electricians, we cannot help you in any way. Ja, das ist, ja, also, ne, erklärt sich von selbst, wenn er die Leute da nicht reinlässt. Okay. Oh, scheiße. Was? Oh, Alter. Ey, Oma, warum? Warum werden wir denn jetzt hier im Chat nicht mehr die Alerts angezeigt? Nicht? Ja, das? Also, nö. Mir werden sie angezeigt. Wir werden ja angezeigt, na, mir nicht. Kann ich jetzt hier wieder zurück auch? Okay. Hä? Darf ich was gerade nicht? Also wäre ja nicht das erste Mal, aber... Plague Breeder, Abomination. Is it the source? Haunts me in nightmares. Ist das eine Ratte in Spinnenform? Nee, oder? Naja, naja, der dreht doch irgendwann so durch wegen den Ratten. Mann! Okay. Hallo. Okay, also hier ist einfach nur nichts. Oder ist hier was? Okay. This house is a mess. You're still a lady of the house, remember? Ganz sympathischer Typ. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier zu... Achso. Was? Nee, warte mal. Hä? Laufen wir jetzt... Lol, wir laufen im Kreis. Ja, okay. Das war jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Warte mal, geh mal. Genau da... Kannst du diese Glutnest da wegmachen mit der Lampe? Nee. Nee. Da hier? Okay. Nix. Was? Ja, ist auch mal eine Art von, Ja, kann man machen. Ist eine schöne Inneneinrichtung. Hätte man vielleicht mal die Bauskizze irgendwie umdrehen sollen. Kann ich hier... Oh. Schön. Okay. Was habe ich denn jetzt genommen? Was war das für ein Zettel? Links, rechts, links. Das ist irgendeine Kombination. Rechts, links, rechts. Okay. Ja, da unten in der Ecke unter da, wo du
Sie ist ganz klein. Oma schreibt gerade, da war ein Handysymbol im Bild. War was? Hm? Ein Handysymbol? Hm? Ein Handsymbol. Achso. Entschuldigung, bitte. Bin verschrieben. Verlesen. Ein Handysymbol. Warte mal, hier war ich. Was hier? War das hier? Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Also ich, Babyface, das sah jetzt irgendwie für mich nicht nach einem Babyface aus. Süßer. Wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Warum? Was übersehe ich? Gibt's hier noch irgendwas? Muss ich wieder vielleicht. Okay, hier komme ich auch nicht raus. Fenster aufmachen? Nee. Durch. Kannst du die Kerzen ausmachen? Also mit dem Kerzenständer interagieren mit ihm? Nee. Muss ich doch hier irgendwas machen? Nee. Vielleicht nochmal Licht aus. Ach, guck mal da. Da ist ein Safe. $10.70 Traummaße. Also 10 nach rechts. Wie mache ich das denn jetzt? Halte und ziehe die Maus nach links oder rechts, um die Zahl festzulegen. Also. Zehn. Ja. 70. Open. Ein Schlüssel! We got a key! Sehr schön. So, Licht wieder an und jetzt kommen wir hier raus. Oh, das Gewitter, ey. Mann. Was ist das denn? Achso, einfach nur eine Figur. Oh, ich dachte gerade schon wieder. Ah, nee, falsche Taste. I can put it between the books. He'll never find it there. Oh. Mal schauen. Tatsächlich versteckt. Ich find's nicht. Vielleicht unten. Sondern hat's ja recht gehabt in ihrem Zettel. Vielleicht findet er nicht. Oh no. Okay, wir gehen erstmal nach unten. Oder? Also unten, ja, ne? Ja. Oh nee. Möbelschleife. Ey, echt jetzt? Ich will das nicht. Muss ich jetzt wirklich nach oben? Wahrscheinlich. Was? I can't escape too. Ich probier's nochmal nach unten. Warum wird denn jetzt anders sein? Ja, aber wenn ich jetzt nach oben gehe, ist doch auch nicht anders. Doch ist es. Scheiße. Ja, ist schon echt ziemlich am Mindfuck irgendwie. An manchen Stellen das Spiel. So, wo kann man denn da jetzt raus? Dann sind wir schon mal unten. Ist ja auch ganz logisch, wenn man 4 Etagen nach oben läuft. Mhm. Ich werde das ganz da hinten irgendwo. Okay. Oh. Ein Stück Leinwand. Das zweite.
ist noch was und da ist noch was, okay. Nichts. Das sah so ein bisschen wie ein Schlüssel aus, ne? Ja, ich dachte auch gerade, dass da noch was liegt, aber da lag nichts. Da liegt was. Und? Schön. Da aber dafür war der Schlüssel noch nicht. Genau. Es ist zu spät, um alles wieder umzudrehen. Aha. Ja, ich hab doch einen Schlüssel! But not for discreet. Nicht? Ich dachte, ich... Okay. Dann halt nicht. Okay. Luf mal andersrum. Weiter, 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 andersrum. Das sieht nicht danach aus. Also ich laufe nochmal eine Runde. Eine weitere Runde! Wir bleiben hier drin. Und noch eine Runde, bis das Telefon da landet. Hello? Yes, hallo? Speak. What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Okay. Wir laufen mal weiter. Nee, ich glaube, jetzt kannst du wieder. Oh, noch ein Bild. Nehmen wir mit. Ich kann es aber noch nicht. War die Zeichnung da unten auch schon mit der Waage? Nee. Geht das eigentlich das wieder zurück? Nee. Es bewegt sich das nicht mehr. I won't let go. I won't let my passion decay. I can't. I would never. I will finish it. Naja, da ist die Priorität klar, würde ich sagen. Wunderbar. Beim Telefon, Steve. If I am to be honest, I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter. And while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns as severe as your wife. What you refer to as a freakish grin or an unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestations of nerve damage. The other symptoms you mentioned do not seem to be physiological, but rather purely psychological in nature. Traumatic events can be a severe stress, and that is nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, you have to understand that what she went through cannot be undone with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Okay. Melly, der weiße Balken ist immer da, sobald Benny die Lampe benutzt. Siehst du? Ich glaube, wenn der weiße Balken voll ist, dann muss ich den erstmal wieder aufladen lassen. Yes. Schön. Kreative Blockade. If you keep undermining me, it will break apart. Okay. Die Mutze fällt auseinander. Nee. Hat
Sozialen überzeugt mich. Schmasch! Was, sind wir jetzt eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, 90 cm gewachsen oder so? Okay. What? Oh nee, ich muss. Oh nein. Kann ich jetzt hier ran? Oh nee, hier war ich ja schon dran. Scheiße. Was? Ist das alles nur am Knallen und am Scheppern hier irgendwie? Ich hab. Okay, ich geh weiter. Ist mega. Ist mega, ich geh weiter. Kann ich. Ich kann nicht zurück. Also, ich. Mach halt auch auf, immer hier irgendwas drunter zu schmeißen. Mann! Ey, muss ich jetzt wirklich hier rein? Ist. Was war das? Hast du das? Ja, das war ich. Gerade die Arretiere von meinem Stuhl gelöst. Ich in einer völlig unmöglichen Position mich festgeklemmt habe, gerade. Hör doch auf, irgendwelche Jumps-Alerts hier auszulösen. Aber, wie, also jetzt mal ernsthaft, wie geht's hier weiter? Ja, ich habe jetzt einen Schlüssel. Kann aber hier nichts machen. Da vorne ist auch nichts. Oder bin ich einfach nur blind? Hier ist keine Tür. Hier ist kein Schloss. Hier kann ich zwar rein. Oh Gott. Soll ich die Tür zumachen? Wieder aufmachen? Worst case. Was ist jetzt passiert? Ja, die Lampe. Ich habe extra. Achso. Einen Provokationstest gemacht quasi. Genau. Die überhitzt dann einfach. Hier kann ich ja auch nichts machen. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Für was? Weil hier. Oh, und schon ist alles anders, Alter. Oh, hört doch mal einer raffen. Wo bin. Warum? I don't know. Dafür ist der Schlüssel gewesen, okay. Dieser Sound, ey. Hallo? Hier war doch gerade. Found his little collection of empty bottles this morning. I reacted badly. I know it's hard for him too, but God damn it, he should know better. With a small child in the house. Oh, that's just irresponsible. Ja, da ist. Ja. Kann ich nachvollziehen. Oh Gott! Ja, schon echt gruselig, ne? Wenn du halt siehst, dass dein Partner irgendwie, dass du den immer mehr an den Alkohol verlierst. Steht auf Feuer, also echt. Ich habe jetzt gleich ein Problem. Das ist nicht er, das ist sie. Warum haben die jetzt so eine Mechanik da eingebaut? Was ist denn los mit den Leuten von dem Entwicklerteam? Ein Pooch, denk an Benny. Pooch, denk an. You put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family. Es gehören immer zwei dazu, also bin ich ehrlich. Naja, wenn einer zum Alkoholiker wird, weiß ich nicht, ob da wirklich zwei dazu gehören. Ja, ist eben halt die Frage, warum ist er zum Alkoholiker geworden? Da gab es ja dann wahrscheinlich schon davor vielleicht Probleme innerhalb der Beziehung vielleicht. Naja, ich glaube, er ist jetzt nicht wegen der Beziehung Alkoholiker geworden, sondern halt aufgrund seiner Leidenschaft. Irgendwie.
wird immer schlimmer, wenn wir, also umso tiefer. Umso. Ey, hör doch jetzt mal langsam auf. Wo haben wir es jetzt? Den Flügel richtig umgestellt oder so? So, ja, das. Lass umziehen, würde ich sagen. The thing she could do with the piano. In the right hands, it's the most powerful instrument. It can break any man. Was? Okay, also, ja, also Klavier ist schon schön, aber. Ich glaube, das ist jetzt eher metaphorisch gedacht irgendwie. So, also, ne, das halt. Damals waren ja Kerle halt harte Knochen, ne? I need the fire. Nein! Hör doch, was? Nein, mach doch! The lamps are so cold. Was? Fünf? Was habe ich jetzt aufgenommen? Zettel mit einer 5 drauf. Panik! Ah, ja. Hier ist nichts. Ist abgeschlossen? Da war ich schon. Ja, das gefällt mir nicht ganz so. Jetzt gehe ich erst recht nicht da lang, ey. Was glaubst du, was passiert, wenn du da jetzt Geräusche. Nee. Ey. Was? Wohnen? Wien? Was denn? Wer wirft denn hier. Oh, der. Okay. Haben wir hier wieder so einen Lichtschalter, den wir betätigen können, damit das alles wieder richtig wird? Okay, Frage beantwortet. Okay, cool. Where are the servants? Did he? No. No, what am I thinking? Alles fällt auseinander. Oh, zweiter Zettel mit 8. Also langsam habe ich das Gefühl, dass irgendwer nach uns diese Dinge wirft. Tja, das ist halt. Und das könnte man halt sehr metaphorisch sehen, ne? Das ist halt das Haus der Seele. Das langsam zusammenfällt. Oh, auf der anderen Seite des Klaviers. Das ist schön. Oh, schwarzer Handabdruck, der da ist und plötzlich nicht mehr nicht und plötzlich da. Warum sehen wir den nur mit der Kamera? Mit der Lampe. Das weiß ich halt nicht, aber wir können hier auch Ring the Bell machen. You can ring my bell! This was the only instrument she could play. The only music. Immer wie so gestört und. Mit der Bürste. Soll ich so campen? So. So. 585. Nee, 385. Hooray! Ich weiß nicht, ob ich da rein will, also. Genau das, Melly, genau. Warum werden mir jetzt hier keine Löffel angezeigt? Wenn nicht, mach doch F5. Wirkt manchmal wunderbar.